Nee, nee, nee. Dann machen wir noch ein Fließband, das hier langläuft. Vielleicht einen da drunter langläuft und das führt dann da hinten hin und versorgt dann da die Sachen. Okay. Also du bitte die Brennstoffblöcke in die Kiste. Okay. Dann kommt noch ein Ärmchen, das legt das da raus. Noch ein Fließband, das das da hinbringt. Du machst das... Oh, oh, oh. Du hast gar keinen Platz. Das ist jetzt nicht gut. Ja, da musst du oben rum. So. Also wir werden wieder ganz viele Fließbänder brauchen. Wir müssen wieder Bäume weghacken. Aber das passt dann. Und ein Splitter müsste hierher. Splitter. Das ist kein Splitter. Was ist das da? Da ist ein Splitter. So. Guti. Also, klauen wir Fließbänder. Hier irgendwo durch. Jo. Das sieht voll dekadent aus. Also, Fließbänder klauen. Da. Nom. Nom, 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 nom. Ja, da unten ist schon bald Schluss, ne? Muss immer dran denken, so groß ist unsere Basis nicht. Wir haben nur noch den Bereich hier für die Hauptader. Danach ist Ende im Gelände. Das Kohlefeld sollten wir aber irgendwann mal wegmachen, das ist sonst im Weg. Brauche ich noch irgendwas? Eisen habe ich, Stahl habe ich, Kupferplatten habe ich nicht. So, gut, Kupferplatten habe ich auch. Wie schaut es mit der Forschung aus? Rote Tränke ja, grüne Tränke ja, blaue Tränke ja, lila Tränke ja, alles gut. Sehr schön. Okay, dann hier weitermachen. Einmal, kommst du da rum? Ja, okay. Und Shotgun Damage ist auf 2. Wollen wir damit langsam aufhören? Ich meine, wir haben schon ein bisschen was gemacht. 200 wird langsam teuer. 100 ginge noch. Was hätten wir hier? Sniper Rifle. Das klingt auch cool. 45 Stahl. Was brauchen die? Die brauchen Rubber. 50 Damage. Wie viel Damage machen die? 16 mal 6 plus 1,2. Also 16 mal 7. Aber es treffen nie... alle. Weiß nicht. Was haben wir noch so schönes? Große Kisten? Nein. T4 Boiler. Die brauchten das, die lila Chips. Das dauert noch. Produktivitätsmodule. Das klingt doch sehr gut und kostet nicht viel. Du runter, du hoch. Da. Weg, 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 weg. Hier haben wir schon mal gerodet, das ist gut. Du musst noch weg. Dann können wir hier den Knick machen. Genau. Dann geht's hier unterirdisch. Ich hoffe, das bist du richtig rum. Nee, das reicht nicht. Okay, dann brauchen wir rote unterirdische. Das geht auch. Du? Ja, bau ruhig weiter, ist okay. Ist hier oben alles gut? Ja, 180 Stein, 50, ist alles noch sehr überschaubar. Schön, schön, die Tanks. Warum sind die Tanks nicht voll? Das ist komisch. Na gut, du. Da runter. Da hoch. Dann gehst du hier rum. Und ich hätte gerne hier einen Kreislauf. Warte. So, die da weg. Okay, das machen wir anders. Du, hier noch einen Knick und da einen Knick. So. Dann nehmen wir da ein normales Ärmchen.
und ein halbes Ärmchen. Und dann wird das von beiden Seiten belegt. Ja, okay. Und dann nehmen die Ärmchen sich das weg und tun das da rein und die müssten jetzt schon alle laufen. Sind ganz schön hungrig, die Jungs, oder? Ja, jo. Okay, die oberen Engines müssten laufen. Gucken wir mal kurz durch, ob wir die schon alle angebunden haben. Ja, Hitze baut sich auch langsam auf. 99 Grad. Müsste der auf 100 springen und 100 ist da. Hier auch okay, hier auch okay. Hier hinten braucht es noch ein bisschen. Und es kommt noch nicht genug Wasser an. Das ist komisch. So, die Rohre füllen sich erstmal, weil die so groß sind. Nee, das ist es nicht. Selbst hier ist nicht komplett Wasser drin. Eventuell müssen wir hier eine Pumpe reinbauen. Wir haben doch jetzt rote Chips, richtig? Das heißt, ach, die brauchten rote Engines. Nee. Bau mal bitte im Spielerinventar die ganz normalen Engines. Kann ich die überhaupt schon? Wo sind die Engines? Da. Achso, die kann ich gar nicht im Spielerinventar herstellen. Okay, das ist lästig. Bau bitte zwei schnelle Fabriken. So, Produktivitätsmodul ist erforscht. Dann erforschen wir doch gleich mal die T2-Variante davon. Klauen uns hier unten die Samen. So, und bauen ein kleines Wäldchen, während das da unten durchtickert. Achso, hier oben links wollten wir das machen, ne? Ja. Weil es sich nach oben links zu sehr ausgebreitet hat, der Smog. So, hier bitte zu. Zu, 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 zu. Genau. Na komm. Will ja keine Lücken drin haben. Sieht ja komisch aus. So. Gut, was sagt die Karte? Die Karte sagt immer noch tierisch viel Smog. Smog, der die beiden Basen bald erreicht. Der die Basis da bald erreicht. Und die Basis da bald erreicht. Die Basis können wir zerstören. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die da sieht schon garstiger aus. Dann bräuchten wir eventuell... Also das Ding sollten wir sowieso demnächst bauen. Aber ja, blaue Chips, ne? So eine Sache. Ich guck mal ganz kurz nach oben, ob wir schon Lubricant haben. Ich glaube nämlich nicht. Nee, haben wir nicht. Okay, haben wir noch eine Chemiefabrik? Nein. Bau bitte eine Chemiefabrik. Hehe. Und dann können wir das Schweröl nämlich hier wieder absplitten. Das Schweröl ist alle? Das Leichtöl ist noch da, okay. Wie viele Okay. Ja, wir haben dezent viele Blöcke. Petroleumgas sieht gut aus. Aber ja, Lubricant ist wichtig. Das setzen wir irgendwo. Hier ist noch schön viel Platz, ne? Ja, setzen wir mal da hin. Also, Strom. Strom. So, haben wir hier oben irgendwo noch Licht? Als Anhaltspunkt, wo ich mehr Licht bauen kann? Da. 1, 2, 3, hier sind die Lichtfelder. Da. Und da. Und das sieht schon viel besser aus. Gut. Also, wo ist die Chemiefabrik? Da ist die Chemiefabrik. Du stellst bitte hier Lubricant her. Aus Schweröl. Und bau mal bitte ein ganz normales T1-Rohr. Nee, das machen wir nicht so. Und dann unterirdische T1-Rohre. Und dann hier, damit wir da durchgehen können im Notfall. Und da brauchen wir noch ein Rohr.
So. Das kann sich hier nicht verbinden, das kann sich da nicht verbinden. Gut, du bekommst jetzt theoretisch Schweröl ab, wenn es nicht geradezu Leichtöl gemacht worden wäre. Ich kapp mal kurz hier die Leitung. Das heißt, alles Schweröl, was jetzt produziert wird, kommt hier jetzt in die Lubricant-Geschichte oder staut sich in den drei Tanks. Und ich warte jetzt erstmal mit dem Anschließen hier wieder darauf, dass die drei Tanks voll sind. Wenn sich das wirklich so sehr stauen sollte, dass die drei Tanks voll werden, dann ne, kommt wieder Leichtöl, Petroleumgas und so weiter. Aber bis dahin hätte ich gerne erstmal Lubricant, so ein paar Fässer voll. Also, ne, Storage Tanks voll. Oh, nicht 15 Storage Tanks. 5 sollten reichen. So, wo tue ich die hin? Ja, ja, eigentlich nach unten, ne? Hier irgendwo. So, 3 reichen davon. Wir brauchen Lubricant hier echt nur für ein paar Kleinigkeiten. Und ich brauche unbedingt neue hiervon. So, so, so. So, aus die Maus. Und mehr normale Rohre. Bitteschön, dankeschön. Darum. So, Lubricant füllt sich. Du arbeitest, wenn auch sehr langsam, weil du nicht genug Schweröl bekommst. Was ist mit dem ganzen Schweröl los? Das kommt doch alles dahin. Ja, das ist richtig, aber nicht alle Oil Refineries arbeiten. Haben wir Öl? Nein! Wo ist mein ganzes Öl hin? Ah, das ist sehr irritierend. Mein Öl ist weg. Das waren 8 Tanks voll. Da haben wir doch gerade erst vor 1-2 Folgen nachgeguckt gehabt. Ja, okay, 3, 4, vielleicht auch 5 Folgen, aber... Okay. Ich hätte gerne Öl. Nein, ich hätte gerne... Ganz schnelle Fließbänder. Ja, hier, Advanced Electronics für Robotics. Also, bau mir Pumpjacks. Dann schließen wir jetzt die restlichen Ölfelder hier unten mit an. Genau, 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, 0,3. Das wird das Hauptproblem sein. Das heißt, sobald wir hier die Pumpjacks angeschlossen haben, idealerweise an den ganz tollen Feldern hier, klappt das auch wieder mit dem Öl. Gut, gut. Du bist voll. Ja, du bist voll. Machen wir noch mal eine Stahlkiste aus dir. Haben wir noch Stahlkisten? Natürlich nicht. Du bau Stahlkisten. Jetzt bauen wir 20 Stück davon. Damit sie nicht immer im Weg sind. Du. Dahin. Du darfst schon mal ein Rohr voll machen. Bitteschön. Rohr ist voll. Ja, Mist. Das dauert jetzt eine Weile. Die Pumpjacks müssen erstmal. Der Pumpjack muss erstmal gebaut werden. Und dann kommen jetzt die Stahlkisten. Ja, habe ich hier oben noch irgendwas zu tun? Nö, ne? Verteidigungsanlagen sind da, Mauern ist da. See ist da ein bisschen im Weg. Wald ist gepflanzt. Smog scheint ein wenig zurückgegangen zu sein. Aber hält sich in Grenzen. Und eigentlich müsste ich jetzt den kompletten Wald nochmal abreißen, um wieder Samen draus zu machen, damit wir noch mehr Samen haben. Für noch mehr Wälder wieder. Aber nee, nicht jetzt. Jetzt hätte ich gerne erstmal die Kiste. Da. Den Pumpjack. Da. Und ganz viele Rohre. Unterirdische und oberirdische und überhaupt. Es reicht. So. Können wir einfach irgendwo anschließen, ne? Einfach unterirdisch von da nach da. Also von da nach da. Und du von da nach da. Und von da nach da. Und da noch ein Rohr zwischen. So. Müsste jetzt wieder fließen da oben. Okay, was fehlt für noch mehr Pumpjacks? Nix, die bauen wir auch nochmal. Also, nächste Folgen
irgendwo nochmal Rubber Trees abbauen, in Samen verwandeln und neu anbauen. Und wir müssen das immer mehr zum Wachsen bringen. Wir brauchen immer, immer, immer mehr Samen für immer mehr Wälder, für mehr Sicherheit, also Smog-Sicherheit. Dann brauchen wir noch die Pumpjacks, die werden hier alle aufgebaut. Und dann, sobald genug Lubricant da ist, fangen wir an mit den blauen Chips und den roten Steam Engines. Brauchten die blauen Chips überhaupt? Nee, die brauchten Schwefelsäure. Das verwechsel ich irgendwie jedes Mal. Also ja, Schwefelsäure dann zu blauen Chips und Lubricants dann zu roten Engines. Und dann können wir mit dem richtig schönen Hightech-Zeug anfangen. Also bis gleich.